Hi Leute, heute gibt es keine Kräftigungsübung, sondern heute gibt es eine kleine Dehnübung. Ich gehe mal davon aus, dass während dieser Zeit die meisten von euch mehr sitzen oder inaktiver sind als in einem normalen Tagesablauf. Deshalb heute eine Dehnübung für unsere Oberschenkelrückseite. Dazu nehmt ihr euch ein Handtuch oder ein Sprungseil oder wie ich ein Gummiband. Nehmt einen Fuß, streckt ihn durch das Hilfsmittel. Danach versucht ihr, das Bein 90 Grad in die Luft zu ziehen. Das andere Bein bleibt auf dem Boden, der Kopf legt sich ab. Ihr zieht mit dem Seil zum Körper in die Höhe. Gleichzeitig drückt das andere Bein in den Boden und jetzt zählen wir noch die Zehenspitzen an. Das halten wir 30 bis 60, ja, besser wären 60 Sekunden. Und danach kommt das andere Bein und das Ganze dürft ihr 2 bis 3 Mal machen. Ja, wenn ihr merkt, es wird so einfach, wieder ein Stück mehr, dann kommt noch ein bisschen mehr Zug. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis morgen. Ciao, ciao. Heute gibt es mal wieder etwas für die Balance. Und dazu seht ihr wieder, habe ich die Black Roll mitgebracht. Und zwar versuchen wir eine Parallel-Startblock-Position einzunehmen. Wir gehen dafür fürs Erste in die Balance auf der Black Roll. Erstmal ganz langsam drauf gehen, balancieren. Wenn wir das geschafft haben, versuchen wir mit den Armen zu den Füßen zu gehen. Dabei das Gleichgewicht halten. Ja, Blockposition einnehmen. Und auf ein gedachtes Kommando erheben wir uns wieder. Ja, dann wieder Gleichgewicht finden. Und dann könnt ihr versuchen, beim zweiten Mal sogar noch etwas tiefer mit den Armen zu gehen. Da haben wir gleichzeitig noch eine Dehnung für die Beinrückseite dabei. Könnt ihr mal versuchen, die Beine gestreckt zu lassen und mit den Armen den Fußboden zu berühren. Und dann wieder strecken. Ich freue mich auf eure Videos. Macht's gut. Bis morgen. Euer Dominik. Ciao, ciao. Heute gibt es wieder was für die komplette Körperrückseite und zwar werden wir Buchstaben zeichnen, aber wir machen nicht das VTUW, wie ihr es aus einigen Videos schon kennt, sondern wir machen die XI-Übung. Was werde ich machen? Ich werde von einem X mit meinem Körper zu einem I gehen, währenddessen immer Ganzkörperspannung halten und die Endposition auch kurz fixieren. Wir fangen an in einem I mit erhobenen Beinen, überstreckten Zehen und gestreckten Armen. Danach gehen wir langsam in das X, halten das wieder kurz und gehen wieder langsam in das I. Immer ca. 5 Sekunden halten. Schaut, dass auch im X schön die Arme und Beine erhoben sind. Und wieder in das I. Das Ganze dürft ihr 3 Mal, ja, jetzt hört sich das vielleicht hart an, aber ihr könnt es 3 mal 2 Minuten machen. Vielleicht den ersten Satz mal 1 Minute, den zweiten 1,30 und den dritten 2 Minuten. Ich bin überzeugt, das kriegt ihr hin. Macht's gut, bis morgen. Ciao, ciao.